Ja, da macht man gerade so viel für ihn, lernt die Familie kennen, lernt ihn kennen und Wes kennen und dann sowas. Irgendwie schon bittersüß, die Quest. Aber gut, das war's. Macht Marbon Haya? Ich fürchte es, aber... Ja, auch Meister sind Menschen. Irgendwann geht ihr Leben zu Ende. So traurig es ist, das ist der Weg aller Dinge, liebe Leute. Oh, was da mit Wes? Kling und Meister stehen in Verbindung. Sie müsste in ihren Kernkristall zurückgekehrt sein. Ich gehe nachsehen. Ich komm mit. Zack, zack, zack. Tja, aber we will take good care of Wes. I promise. Wir schicken sie zur Söldnermission. Ich meine, good care. Tatsache, im Kernkristall zurück. Das hat sie sich aus heiterem Himmel getroffen. Das hat sie gar nicht gemerkt. Kann neuer Meister Wes wieder aufwecken? Ja, aber erst wenn der Kernkristall nach einer Weile seine normale Farbe wieder angenommen hat. Aber Erinnerungen an Marbon sind dann weg? Ja, so ist es. Das ist das Schicksal von uns als Klingen. Aber uns bleibt die Erinnerung bestehen. Vergesst das nicht. Stimmt. Solange Poppy und Freunde da sind, kann Wes alles über alten Meister erfahren. Wird Wes sicher freuen. Ja, da hast du recht. Ist echt das Beste für so ein Blade, ne? Wenn man quasi in der Familie sowas das Blade weitergibt in Kenntniszahl, um dann zu erzählen, was Sache gewesen ist. Ich meine, solche Blades wie Bridget machen ja Tagebuch, aber wie Bridget selbst sagte damals, nur die wenigsten Blades bekommen das Tagebuch dann auch quasi mitgegeben, wenn sie sowas machen, weil die Besitzer, die es dann bekommen, da keine Verbindung zu haben, oder sich das nicht interessiert oder davon nichts wissen. Und das Blade selbst weiß damit auch nichts mehr. Also schon gut, wenn es da quasi im Kreis der Familie passiert oder sowas ähnliches wie jetzt gerade. Naja. Und da haben wir den Kristall von Wes. Bam, bam, bam. Tja, wie gesagt, bittersüße Quest eigentlich. Aber jetzt haben wir einen Blade... Tschüss, Mithra. Ein Blade mehr. Und ich gucke mal, ob wir jetzt inzwischen wieder... Was wieder? Ob wir jetzt inzwischen Dings machen können. Nein. Beide noch nicht auswählbar. Und wir brauchen immer noch Fury. Mal davon abgesehen. Ich weiß immer noch nicht, wie wir jetzt an Fury rankommen. Ich meine, ursprünglich habe ich die Quest von Fury und Praxis hier vorne bekommen. Auch offscreen übrigens, ne? Ich bin hier hinten lang gelaufen in der Nacht und dann triggerte die Quest auf einmal. So ähnlich wie in Wes, die da vorne am Laden stand und dann zack, ich war in der Nähe und es hat getriggert und ich hatte vergessen zu speichern vorher, deswegen habe ich es dann nicht mehr onscreen gemacht, sondern nur offscreen. Kann aber sein, ich hätte jetzt eine richtige Nebenquest-Anzeige gehabt, irgendwie mit einem Ausrufezeichen, hoppala. Beziehungsweise Fragezeichen auf der Karte, wo ich dann das Event weiterverfolgen kann, aber ich weiß es nicht genau. Aber hier scheint gerade nichts weiter zu sein, okay. Gut. Oder auch nicht gut. Aber so ist der Lauf der Dinge. Ist ja klar. Wurde gesagt, ist uns allen bekannt. Nichts überraschend Neues. Missionsbuch. Lampenfieber. Kurin, willkommen zurück. Ich hoffe, es hat gemundet. Klinge anpassen. Bei ihr will ich auch wissen, sie kommt seit Ewigkeit nicht weiter, weil er weise den Stadtbewohnern gute Dienste. Ich das ja nicht rüberkrieg. Ab da wird alles okay. Das läuft dann, aber das ist halt Mist. Eiselement, altes Wissen. Perun. Ich komme bei Godfrey auch nicht weiter. Mal gucken. Na klar. Was gab's denn? Ich frag immer wieder gerne, wahrscheinlich wieder nichts, was ich essen würde, ne? Oh! Bei Godfrey ist echt bloß die Vertrauensstufe, er kriegt also... Das heißt, er sitzt Ewigkeiten auf seinem Level 2 schon fest, obwohl ich ihn echt ständig auf Missionen sticke. Boah, steigt das langsam an. Also gut, Godfrey kannst du mal weiterschicken, das läuft dann bei ihm. Muss ich nur wissen, mache ich dann auch, kein Problem. Bei dir hängt's auch schon eine Weile fest. Auch Tatsache. Nur Vertrauensstufe. Krass. Wie lange das dauert. Und bei dir? Aha. Hier. Bei Agathe.
gerade das Thema gewesen bei uns, die Agathe. Muss ich etwas Spezielles machen, tatsächlich. Also sammel ein Mineral im Steinbruch von Uraya. Kann man ja auch noch gar nicht gleich machen, tatsächlich. Weil mit 28 ist sie kurz vor 30. Das wäre ja auch eigentlich. Und Percival, da passiert auch schon lange nichts mehr. Auch nur Vertrauensstufe. Das klingt so einfach, aber es dauert echt Ewigkeit mit solchen Aufträgen. Bei denen jedenfalls. Ballern ist mir gefühlt auch schneller. Du bist auch bei 29 hängen geblieben irgendwie. Was ist los mit dir, Leute? Trulla. Vertrauensstufe, mehr ist es echt nicht. Krass. Krass. Und du hängst dir total fest auf Level 12. Das ist überhaupt nichts. Was ist los mit dir? Ah. Füttere die Spardose in der Lagerhalle von Goldmond, bis sie 200.000 G enthält. Puh. Wisst ihr was? Das mache ich ganz schnell einfach. Das Geld habe ich. Inzwischen nur gerade so, aber ich habe das Geld trotzdem. Ich will meine Blades ein bisschen hochleveln einfach. Oh, I'm up. Ist die hier mit drin? Ja, alle hier drin, scheiße. Hankering for our banquets? Ich will, dass die ihre blöden Level weiterkriegen. Das ist mir sonst nichts. Ich will auch starke Blades für meine ganzen Quests. Ich brauche inzwischen viele 30er und 35er. Um da was machen zu können, so komme ich ja nicht weiter. Also ab zur Lagerhalle. Das Komische ist nur, ich weiß gar nicht, wo ich hier Geld einzahlen kann bei der Lagerhalle. Ist ja nicht aufgefallen. Kasse mit Jägersoße, Sauerkraut und Salzkartoffeln. Ganz normaler Hausmannskopf. Sauerkraut passt überhaupt nicht dazu, aber sonst ist geil. Mach statt Sauerkraut Rotkraut und wir sind im Geschäft. Würde ich sagen. 200.000 einzahlen hier, die Badewanne-Königin. Kannst du dir denken, was das hier für ein funkelndes Kästchen ist? Hm, wir wollen es dir verraten. Wir. Oh. Das ist unsere super exklusive Spardose. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, sie bis oben hin mit Gold zu füllen. Wenn der Sinn danach steht, könntest du uns vielleicht bei diesem Projekt ein bisschen helfen? Ja, okay. Also die Boreas, dass man hier bloß nicht das alles voll machen muss, sondern ihr Geld. Spardöschen, toll. Ja, ich habe wieder ein bisschen Geld gerade, also läuft. So. Gern geschehen. Teuer ist sie aber schon, ne? Lass mich raten. Jetzt jede Stufe mit Geld aufzuwiegen, oder? Ja, oh, eine Million. Das, oh. Ich habe gerade erst viel Geld investiert bei den ganzen Städten, um mein Level nach oben zu pushen. Habe aber bei den ganzen Bergungsarbeiten leider nichts gefunden, was ich groß gegen Geld verhökern konnte. Deswegen habe ich jetzt fast ein bisschen miese gemacht und kann gar nicht so viel Geld raushauen jetzt. Aber ich weiß zumindest, woran es bei ihr gelegen hat. So weit, so gut. Naja, okay. Aber welcher Level ist jetzt? 14. Naja, zumindest ein bisschen weiter leveln, ist ja in Ordnung. Und jetzt nochmal 200.000. Das habe ich auch noch. Machen wir auch noch, komm. Dann habe ich sie für eine Weile wieder hochgelevelt, dass sie weitermachen kann. Okay. Und Freischaltung. Läuft. Und Data Pannen. Oh, siehste. So schnell kann das gehen. So, also hier. Einfach. Oh, oh. Hier. Achso, bisherige. Ach, okay, alles klar. Es kommt von sowas. Von bisherigen Käufen. Gut, das könnte ich schon fast haben, tatsächlich. Das levelt quasi automatisch mit, wenn ich das hier einzahle. Bei meinem aktuellen Spielstand jedenfalls. Was hast du hier? Mädchengespräche. Brauche ich mir eine Quest zu aktivieren. Guck einer an. Spiel mit Frauen. 30 Stück. Dann, oh, Schlösserknacker hat sie auch. Geil. Aber gar nicht so unbrauchbar, die gute. Tatsächlich. Für diverse Sachen nachher. Muss ich mir mal merken. Ich hasse Zwiebeln. Ja, verstehe ich. Man Gewürze, also Apfel, Lorbeer, Weißwein, Speck und wenig. Nein, ist es nicht lecker. Egal. Sauerkraut ist nicht lecker. Ist nicht lecker. Egal, was du machst. Ich kann gar nicht sagen, dass Sauerkraut einen speziellen Geruch hat, ehrlich gesagt. Ich habe aber auch eine schlechte Nase. Sauerkraut kann ich jetzt keinen Geruch zuordnen, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich jetzt, würde ich jetzt würde nichts einfallen. Ja, einmal austauschen. Und was war ihr Problem gewesen? Genau, Uraya und sammeln. Ich esse am liebsten Sauerkraut und tanze am besten Polska. Und wenn meine Frau, die Edeltraut, die denkt genau wie ich, singt. Ach, soll ein Lied sein. Okay, cool. Nicht mein Genre, glaube ich.
Hier. Das heißt, reinfüllen für unseren lieben kleinen Boreas, damit er auch ein bisschen leveln kann. Könnte das noch was werden? Eine Sache? Ja! Boreas, auch ein... Endlich wieder gelevelt. Geil. Sauber. Und auch was voll. Ist das Bergungstechnik? Ja! Level 3. Bergungstechnik. Mega. Supi, gubi, dubi, du. Den Rest bekomme ich halt nur, wenn ich wieder Dinge verwende, ist klar. Ist aber alles kein Ding. Vor allem, war gerade Doppelbär das Richtige gewesen? Ach so. Getränke wiederholt sich bloß. Gemüse wiederholt sich. Fleisch wiederholt sich. Ach so. Toll. Immer das gleiche nochmal. Zumindest ist es hier wirklich leicht zu machen bei ihm. Es dauert halt nur ein paar Klicks. Es geht immer ganz gut bei ihm. Müsste ich auch mal wieder machen bei Gelegenheit. Einfach ein bisschen hochzuleveln. Ich glaube, ich habe ja noch eine Weile im Team. Vielleicht nur bis zum Endgame, weil ich momentan keine neuen Blades bekomme. Einfach nicht für Nia jedenfalls. Wobei ich dann auch tatsächlich... ich habe ja jetzt theoretisch 2-3 Blades in Reserve, ne? Die ich für Boreas eintauschen könnte. Wenn das Element stimmt und wir auch halt sogar Heiler sind, ist das nur Bedingung wert. Jetzt so kurz vor knapp nochmal auszutauschen. Mal schauen. Nein, Sauerkrautbär, das heißt Polka. Ja, alles richtig, Nukachi. Englischer Zeng. Oh, sorry, Fake Arnold. Alle alt hier. Ja, ich nicht. Nicht so alt. So, wie gesagt, auch das wäre geschafft soweit. Läuft alles immer. Ach, ein geiles Fensterchen nach draußen. Schön. Und eine geile Tür. Bekomme ich inzwischen auf? Nopon-Wiss müssen wir noch haben. Ja. Haben wir inzwischen. Läuft. Hui, Schoki für alle. Was ist da Schönes drin? Ja. Oh. Ernsthaft? Das ist alles? Willst du mich rollenspielen? Ich hätte jederzeit hinkommen können, zumindest an die Tür hinten ran, aber ich hätte nicht da weiter was anfangen können mit. Na toll. Hab einen geheimen Ausgang gefunden. Das freut mich, ja. So. Toll, freue ich mich echt. Mega toll. Awesome. Super mega awesome. Du, Tussi. Uraya Steinbruch, genau. Machen wir ganz kurz. Gar kein Problemchen. Uraya. Ich war ja nicht eben schon 10-mal da oder so, ne? Ich muss wissen, wo da der Steinbruch ist. Sardinentor. Steinbruch, nee. Das sind die Ruinen, das ist kein Steinbruch. Wahrscheinlich eher ein Ort als ein Wegpunkt, ja? Ich mache es mal wutsch und dann wird schon was angezeigt werden, wo wir irgendwo hin müssen. Dann habe ich eine bessere Idee dazu. Nee, habe ich nicht. Ist ja keine Quest. Muss ich echt finden. Ach, scheiße. Ja, ich muss dann doch danach forschen, wo ich dahin muss. Eklig, aber ist so. Ja, die Frage habe ich immer öfter irgendwie. Steinbruch. Das ist hier echt definitiv kein Wegpunkt. Ja, Quatsch. Das hier. Platz. Ba-ba-ba-ba. Steinbruch. Ich habe es vielleicht so... Naja, ich... Könnte ich aber eigentlich haben. Geschäftsviertel. So ein Ausrufezeichen, Fragezeichen. Könnte ich jetzt theoretisch haben irgendwo. Aber ich bin jetzt auf der entsprechenden Welt. Schatten. Na, fast. Schatten ist aber kein Steinbruch. Fängt er mit F an. War dich dran. Speiseröhre, ja, muss auch letztlich sein. Hier ist noch was anderes. Drachen, genau. Was haben wir hier? Ausblick, Quelle der Reinigung. Und da war ich eben gerade. Wo bin ich eben noch? Ja, ne? Steinbruch? Aha! Alter Steinbruch. Gott! Ich habe mich damals schon mal lang geschlichen in die Richtung, das weiß ich noch. Inzwischen müsste ich auch leveltechnisch da locker klarkommen. Aber ich habe damals auch schon Gegner gekillt, bin ich der Meinung. Da war ich halt noch annähernd nicht so stark wie jetzt. Sollte sich jetzt bis anders verhalten. Na. Und noch Bossgegner hier irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Ich muss erstmal diesen Buffon holen aus Moradain. Ich hab den nicht gefunden, den Sack. Da muss ich vielleicht mal Kugel anschmeißen für.
Hab wenig Lust, darüber rumzulaufen, weil es gibt ja doch eine ganze Menge verschiedene Abzweigungen nochmal. Um den zu suchen, um endlich mal Tilos auf den nächsten Level zu hieven, das ist echt eklig. Illumimück. Musste ich nicht auch noch Mücks besiegen für irgendwen von meinen? Ich glaube Wulfric oder so. Kurz mal hier. Morifa, also nein. Ja, wird auch zumindest mal dafür hier sein. Ah, ein bisschen weiter laufen müssen wir. Ein bisschen ist gut. Keine Mücks. Boah, Danny, ist mal alles durch mit. Als einziges Blade echt schon längst durch mit allem, was wichtig ist. Die Sachen hier sind halt Bonus. Brauche ich nicht unbedingt. Aber, ne, das ist mega. Mit ihr ist super. Tantal, Kosmetik, nee, danke. Angriff und Ausweichen, hoher Schaden, Morifa, Lykosen, Temperantia, Gift und Koronuraya, okay, ist zumindest hier. Und du? Tantal, 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 Lefiria. Nö, dann offenbar doch nicht. Da muss ich bloß die Gift und Kure besiegen für ihn, okay. Dachte, ich muss irgendwie Mücks töten für irgendwen. Illumimücks waren es gewesen. Doch, ich weiß es ganz genau. Ich weiß nicht, bei wem das war. Wobei, ich habe ja gerade zwei Blades bei Rex nicht aus. Wahrscheinlich war es einer von denen gewesen, ne? Warte, warte, warte. Das war bestimmt Rock gewesen, dann, wo ich es machen muss. Okay. Oh, da gambelt wer. Und zwar bedingt erfolgreich. Bedingt erfolgreich. 49. Mal Illumimux. Genau die Dinge muss ich besiegen. Ja, in dem Fall. Rock, komm mal fix zu mir. Ich tauche dich mal gegen Godfrey aus. Rock. Das sag ich doch. Mal testen, was das wirklich gewesen ist. Ja. Fürs Windelement, weil ich dringend brauche, weil ihr habt nur ein einziges. Das nervt mich voll. Komm ran. 40er Noob, du. Zack. Zack. Hahaha. Jetzt habe ich hier gerade Agathe drin, ne? Gut, okay. Ah, Harmonieerfolg. Wäre es ein bisschen geiler, die anderen in den Koffer drin zu haben. Für Vertrauenspunkte und so weiter. Aber egal. So, die beiden noch und dann noch einen. Habe ich das Ding durch bei Rock. Haben wir es auch endlich mal gelevelt. Warte, warte. Gamble 6, was? All in ist angesagt. Achso, angesagt, ja. Geh mal All in Fake Arnold. Völlig richtig. Lass dich mal triggern. Oh, ich kann gerade vermischt dazu, sich gerade. Sehr schön. Aus dem Nest raus, war. Oh, perfekt. Perfekt. Dann habe ich doch genug gleich. Dann schießt euch mal die Rockfest ab hier. Nach all diesen Jahren. Komm, für das feiern wir mit einem schönen Angriff. Und das Nest gekillt nebenbei. Awesome. Yeah. So, und wieder was geschafft hier. WTF. Rock, Windelement Level 2. Na, endlich. Hat auch gedauert. So. Schlupp. Sehr schön. Könnte man auch nochmal machen, vielleicht, ne? 20% mehr Schaden, Rückangriffen. Wir machen hier öfter welche mit Rex. Wäre gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich bald rock noch eine ganze Weile dabei. Also, ich denke nicht, dass ich vor Ende des Spiels noch groß was wechseln werde an Blades. Da bräuchte ich halt einfach mal die Muße, mir welche neu ranzuholen. Und Glück dabei ebenso. Ist halt aktuell einfach nicht drin, irgendwie. Godfrey, wo ist er da oben? Oh? Ja. Glückwunsch. A-Team. Schaffen nicht alle. Zwei neue Sachen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sie haben auch gerade erst ihren vierten Harmonie-Ring freigeschaltet, wollen wir dazu sagen. Ne? Das kommt jetzt auch so langsam rein. Ich sehe, ich einfach höre. Ja, ja, schon klar. Aber trotz alledem soll ich hier was abbauen. Oder soll ich tatsächlich im wahrsten Sinne Sammelpunkte nutzen. What have we here? Poppy Kloppy. Das ist Insektenkunde. Schon mal falsch. Sie ist ja was für Mineral, was ich brauche, richtig? Ich gucke mal ganz normal. Das kann ja nicht sein.
Alter Stein. Nein. Alter Steinbruch Agathe. Sammle ein Mineral im Stein. Hier steht nur Steinbruch, nicht alter Steinbruch. Bin also nicht ganz sicher, ob das gemeint ist. Ich guck mal ganz kurz, ob es noch einen normalen Steinbruch gibt hier. Hier rechts zum Beispiel. Ehrlose Festung, Korallendings, Pilgerfahrt, Hinkelstraße, Meer, Bohrbrücke, Terrassen. Weil ich weiß, es gab hier rechts auch noch so eine kleine Höhle. Ich glaube, das war die gewesen, aber offenbar ist das keine. Ah, kein Steinbruch. Ja gut, dann da drüben noch was abbauen. Muss wahrscheinlich echt nur das Mineral hier abbauen und fertig aus. Ich hoffe, fertig aus. Pflanzen wir das schon mal auch falsch. Müsste ein sehr seltenes Mineral sein. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal hatte, das Mineral. Wenn ja, okay, dann müsste ich es eigentlich kriegen können. Ansonsten, wenn nein. Oh, mal hier, das ist ja ein Superboss. Kann ich mal töten. Wenn nein, würde das heißen, das ist so selten, dass ich echt mehrmals bestimmt sammeln muss. Ah ja, ich habe es hier falsch im Selbst. Na, ist egal. 48 bloß, schaffen wir doch trotzdem. Ich bin der Meinung, ich hatte damals schon fast gekillt gehabt, dieses Typen, als ich im letzten Mal hier war. Aber bin dann runtergefallen, dann war der Kampf erledigt, ich hatte keinen Bock mehr, das nochmal zu versuchen, kann das sein? Aber es war traurig gerade, die Situation. Los, bringt ihn zum Schwanken jetzt! Ow. Power of Friendship, Anime Power! Yeah! Komm schon, Nia. Ah, Mist. Ich muss wohl selbst dran hier. Hilft alles nichts. Pyra. Sword Bash. Anchor Shop. Der schwankt aber euch, der Fiesling. Ah, hier. Ah, sehr schön. Ich wollte mich Licht haben. Nicht Feuer gerade. Dankeschön, Corvin. Hau drauf. Am Ende passiert aber Luck wie hier. Ich glaube, was verpasst im Chat, ja, ne? Ich glaube schon. Oh, er schwankt. Endlich. Hoch mit dir. Ab in die. Ach! Habe ich ja gar nicht mehr drin jetzt. Schleudern. Ah, fuck, ich habe ja Rock nicht mehr drin. Ach, scheiße. Das war natürlich nichts jetzt. Upsi. Ganz großes Upsi. Aber ich mach mal einen Eisabschluss mit Joffrey gleich. Das wäre bestimmt lustig. Hab ich noch nie gemacht, einen Eisabschluss. Schon mit Godfrey sowieso nicht. Läuft bei uns gleich. Ja, schwankt wieder, scheiße. Schlechtes Timing hier gerade, ist egal. Diamantennebel. Du bist ein Diamantenstaubartig von Final Fantasy VII. Oder generell Final Fantasy mit Shiva. Du bist ja so stark. Ach ja. Hat auch totale schlechte. Ah, Waffen aus dem auf. Scheint trotzdem zu reichen mit geilen Schaden. Erstaunlicherweise. Na, bist eingefroren, du Loser? Vielleicht bekomme ich sogar jetzt direkt genug Vertrauen, um Godfrey zu leveln. Das wäre natürlich auch mega. Schleudern wir mal eben, ne? Ja, das kann ich zumindest jetzt. Mit Agathe. Schmettert jemand? Jemand schmettern? Nein? Gut, dann nicht. Pass auf. Machen wir diesen hier einmal. Ganz kurz meinen Chat nachlesen in der Zeit. Achso, nee, kann ich doch alles schon. Alles cool. Privatgespräche. Ich will mich gar nicht erst ein. Komm, Godfrey, du musst. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Wind ist gegen Eis sehr gut, weil Erde ist es offenbar nicht, weil nichts von beiden leuchtet. Und ich wollte jetzt eigentlich ja Licht haben, um nicht kaputt zu hauen. Aber ich habe ja Tilos gar nicht drin. Was machen wir da jetzt Schönes? Ich hau mit Godfrey drauf. Was passiert? Er hat auf Licht gehauen. Gut. Ich habe Boreas auf jeden Fall. Ich denke, es wird das sein. Das Schere, Schnell, Papier, Ding dazu. Ja.
Jetzt müssen wir nur hoffen, dass das entsprechende auch angegriffen wird nochmal von Corvin. Sonst gibt es nur eine Runde. Wäre natürlich schade. Nicht schlimm, er ist ja tot und XP ist auch nicht so wichtig, aber nur eine Runde. Mist. Hätte geiler sein können, das Ganze. Schlüsselerfolg von Gottfried, Tatsache. Ich hab's geschafft. Vertrauen erhöht. So einfach kann das sein, ne? So einfach kann es sein. Gesamtsteck 38 wird zu. We'll take on all comers. 30. Sehr schön. Jetzt habe ich ein neues 30er Blade für die ganzen Quests. Aber wenn ich das auch noch mache, ich meine, das läuft ja auch. Klinker muss 7 Stück. Blocke Angriffe. Das heißt, bloß, wenn ich ihn drin habe. Dann ist er auch wieder 35. Beziehungsweise kann ich den Rest auch jetzt durch Zilterstufen gerade mich einigermaßen fix sich ranholen. Na, passt doch. Bin mal weg, wir sehen uns. Alles klar, Strumi. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Gehabt dich wohl. Einen schönen, angenehmen Start in die Woche wünsche ich auch noch. Ja. Bis dann. Bis trotzdem. Ach, fuck, da drüben sind ganz viele Sachen. Nein! Ach, komm, die Mann, das verschwindet vorher alles. Wie ärgerlich. Hab ich gar nicht gesehen. Dammit. Ruhig, ich meine, das war jetzt mit geilen Sachen, weil, ne? Mineralien. Klingt gut. One bit geschieht from Prim's Legendary. Vielen Dank dafür, Prince. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So. Das waren jetzt Mineralien, aber offenbar nicht das, was ich brauchte. Scheiße, also ich habe einen Mineralien-Spot hier. Und damit der sich regeneriert, muss ich mir den ganzen Weg nochmal hin teleportieren. Alles fürs Abzeichen, ich verstehe. Er will sich nur abzeichnen lassen. So. Die Söldner sind auch wieder... Ich kann ja Scottfield wieder rausnehmen eigentlich. Ich gucke mal ganz kurz nach, ob sein nächster Level... Okay. Das muss ich sowieso noch irgendwann machen. Also das kann ich hier auch nicht machen. Kann er wirklich guten Gewissens wieder raus, der Gute. Der Rest kommt dann hoffentlich von selbst. Also tschüss. Und dafür nehmen wir rein... Sie da. Nein, nein. Ist ja auch wieder ein Eisangriff. Er war Verteidiger, sie ist Angreifer, aber... Statt... Gut, das ist natürlich so ein Ding, was ich gar nicht zuordnen kann. Nehmen wir doch mal rauf und gucken, ob ich den anderen reinnehmen kann. Zum Beispiel hier, unseren Percival. Back to battle. Ach Mann. Noch einen weiter. Nur Vertrauensstufe. Hast du immer hier Lieblings-Items, sag mal. Lieblingstaschen-Items, Instrumente. Könnte passen. Kunst, Instrumente. Wir gucken mal einfach nach, was passiert. Zack. Instrumente haben wir. Erstmal Kunst hier. Hier kommen gleich ein volle geiles Ding. Thanks. I'll add it to my treasure trove. Ja, für Agatha auch. Know how much I love this. Gratefully receive. Läuft. Und einmal Instrumente. Nehmen wir auch ein geiles Ding. Ja klar, hier kommen Dreierteil gleich. Auf dafür. Mega. So. Wird nicht gereicht haben, aber ich gucke kurz mal nach. Hat fast gar nichts gemacht. Okay, krass. Toll. Aber, ach, Mithra kam weiter. Sag das doch gleich. Ach, nochmal rein. Meine Fresse. Ach ja, und ich muss ja einen Söldnerauftrag noch machen, ne? Kam ja auch erst wieder rein hier. Das war der Indol-Auftrag, glaube ich, ne? Let me take care of some. Sarasa. Läuft bei euch Mini-Blades auch ganz gut. Aber ich hätte offenbar nicht recht mit den schwachen Dingern zu denen, die werden machen was Geiles. Was Neues gibt's hier? Moment, ich habe doch den Godfrey-Dingens irgendwo. Das nicht. Wo war das für Godfrey? Streiter fürs Gute und so, bla bla bla. Da, genau. 35er Blades brauche ich ein paar, aber ich. Die glaube ich gerade nicht parat, nicht wahr? Dürften aber dann gleich da sein. Dann kann ich das mit Godfrey gleich weitermachen. Das würde auch geil kommen. Und ich könnte auch vor allem gleich Rock mitschicken. Der muss ja auch noch einen Söldnerauftrag machen für die eine Sache. Dann wird er auch ein bisschen besser gleich. Und der 35er Bürgermeister wäre also Win-Win gerade. Das würde passen. Das ist ja auch bloß eine 20-minütige Mission. Tatsache. Das machen wir gleich.
wenn es Alvia da sind. Ich könnte auch Tidus mitschicken, das ist bloß 20 Minuten. Das ist ja fix gemacht, das Ganze.